Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner Werkstatt. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. In diesem Video geht es um diese Petromax Starklichtlampe. Das ist eine HK500, also die große. Das ist zwar eine Geniol, aber die ist ja baugleich mit der Petromax. Und ich möchte mit euch zusammen heute alle Verschleißteile ersetzen und die Lampe korrekt einstellen. Ich denke mal, das könnte ein interessantes Video werden. Um die Verschleißteile ersetzen zu können, kann man sich eigentlich dieses Verschleißteilset für die HK500 kaufen. Übrigens könnt ihr das auch auf die kleineren Modelle, also auf die 350 und die 150 auch anwenden. Funktioniert eigentlich genau gleich. Da ist eigentlich alles enthalten, was ihr dazu benötigt. Ich gehe noch gleich auf die Details ein, was sich in dem Set befindet. Zusätzlich ist von Vorteil, wenn ihr noch diesen Petromax-Schlüssel habt. Da kann man halt alle nötigen Teile lösen und da ist auch noch eine Einstelllehre, um dann den Abstand vom Mischrohr zur Düse einzustellen und vielleicht noch so ein Reinigungsteil, womit man die Düse reinigen kann. Aber das werden wir dann ersetzen. Im Ersatzteilset befinden sich drei Glühstrümpfe. Die legen wir mal zur Seite. Ein Tonbrenner, ein Pumpenleder, eine Düse, also Düsennadel, die Düse selber, die benötigten Dichtungen, eine Graphitdichtung für die Exzenterwelle und noch ein Reparaturkit für das Pumpenventil. Beim aktuellen Verschleißteilkit kriegt ihr auch die Dichtung fürs Manometer und die ist dann auch benzinfest. Es gibt ja die Petromax in zwei Ausführungen. Einmal kann man sie mit Petroleum betreiben und es gibt noch die baugleiche, also fast baugleiche, wo man dann mit Benzin betreiben kann. Ich zeige euch auch gleich den Unterschied. Als erstes entfernen wir mal das Oberteil. Einfach die zwei Rändelschrauben lösen. Kann man das entfernen und auch den Innenteil kann man einfach hochziehen, entfernen, das Glas rausnehmen. Hier sieht man noch den Unterschied von der Petroleum- zur Benzinlampe. Und zwar diese Schlaufe hier am Vergaser, die hat nur die Petroleum-Version. Die Benzinversion hat das Teil einfach nicht und eigentlich hier nur dieses gerade Vergaserrohr. Daran erkennt man das ganz gut. Meine Version hat einen Rapidstarter, es gab mit und ohne Rapidstarter und die Wanne, um mit Brennsprit vorzuwärmen. Da gab es auch beide Varianten. Die Wanne kann man auch nachträglich kaufen, das ist kein Problem. Noch kurz, wir haben somit zwei Möglichkeiten dann die Lampe zu starten. Einmal über den Rapidstarter, dann kann man mit Petroleum die Lampe starten oder mit Brennsprit. Der Vorteil vom Rapidstarter ist halt, dass man keinen Brennsprit benötigt und der Vorteil, wenn man die Lampe mit Brennsprit startet, ist halt, dass es für den Glühstrumpf etwas schonender ist, weil halt weniger Vibrationen drauf wirken, also sagt man. Als erstes lösen wir diese zentrale Schraube hier. Die nehmen wir raus. Jetzt kann man die Vorwärmwanne auch rausnehmen. Und dieses Blech. Und nun kann man den Oberteil der Lampe wegnehmen. So, jetzt haben wir eigentlich den Grundaufbau. Jetzt schrauben wir noch das Manometer weg. Die Pumpe, die kann man einfach lösen und rausziehen. Jetzt lösen wir oben die Düse. Jetzt lösen wir die Verbindung zum Vergaser. Da ist jetzt die Düsenstange mit der Düse oben drauf. Da gibt es von Petromax noch so ein Werkzeug, um die Düse zu lösen. Das ist so ein Dreikant, aber ihr könnt es auch mit einer Zange machen, wenn ihr das nicht habt. So, Düse wegnehmen. Jetzt lösen wir den Rapidstarter. Da ist auch bereits die erste Bleidichtung verbaut. Die nehmen wir raus. Die Bleidichtung, die muss man immer ersetzen. Die kann man nicht mehr wiederverwenden. Jetzt schrauben wir den Vergaserunterteil weg. Da befindet sich auch die nächste Bleidichtung. Die sind manchmal etwas schwierig wegzunehmen, weil die halt so weich ist und so verpresst ist.
Bei der Pumpenöffnung ist noch das Pumpenventil verbaut. Da müsst ihr halt mit dem langen Schraubendreher rein und das lösen. Und da ist die nächste Bleidichtung. Jetzt haben wir den Behälter, da ist jetzt nichts mehr drin und die ganzen Einzelteile. Den Behälter stellen wir mal zur Seite. Als erstes nehmen wir jetzt das Vergaserunterteil. Da können wir hier unten die Schraube lösen. Das Teil kann man abschrauben. Das ist das Gehäuse, was aufgeschraubt wird. Da drin ist eine Feder und so ein Stößel, also so ein, das gibt dann so ein Rückschlagventil. Das liegt als Ersatzteil bei. Das ist das neue Teil, das alte. Das kann man einfach so aus der Feder rausnehmen, das neue nehmen, reinstecken. Die Außenhülle, die liegt auch neu bei, weil da unten ist noch ein Sieb verbaut. Und das alte könnte natürlich verschmutzt sein, aber man kann das auch reinigen. Aber ich ersetze es jetzt, solange ich es habe, aber ich werfe halt das alte dann nicht weg. Dann nehme ich den Vergaserunterteil, die Hülle und verschraube das Ganze wieder. Das muss nicht extrem fest angezogen werden, nur handfest. Jetzt nehmen wir das Pumpenrad weg. Die hintere Schraube lösen wir nun ebenfalls. Nun haben wir das Handrad entfernt. Nun können wir auch die Düsenstange entfernen. Die kann man hier noch einstellen, um halt den Düsenhub zu verstellen. Aber da machen wir jetzt nichts dran. Jetzt befindet sich hier im Innern eine Graphitdichtung. Dazu müssen wir das Rad entfernen. Da ist hier vorne eine Schraube, die lösen wir. Dann kann man die Mutter entfernen. Und da drin befindet sich die Graphitdichtung. Die kriegt man auch nur zerstörend raus. Man muss es halt wirklich so mit dem Schraubendreher rauspulen, halt so Stück für Stück, bis keine Rückstände mehr drin sind. Einfach aufs Gewinde aufpassen, weil das ist nur Messing, das ist ziemlich weich. Das könnt ihr mit dem Schraubendreher schnell mal verletzen. Die ist nun raus. Dann die Düsenwelle kann man jetzt entfernen. Und ich würde euch empfehlen, die etwas zu reinigen. Dazu nehme ich einfach etwas Scotch und reinige das. Das reicht. Ein paar kleine Abdrücke bleiben. Aber man soll auch nicht zu viel Material entfernen. Auch hier die Durchführung würde ich noch etwas reinigen. Dazu nehme ich halt einen dünnen Schraubendreher und etwas Zewa. Das reicht. So, jetzt nehmen wir die Exzenterwelle und das Gewindestück, stecken die Exzenterwelle rein. Dann kommt die neue Graphendichtung drauf, die Überwurfmutter. Zieh das jetzt nur handfest. Die Düsenstange reinigen wir auch noch ganz kurz, grob mit etwas Scotch. Jetzt werden wir die Düsenstange ins Vergaserunterteil einführen. Wir müssen dann darauf achten, dass die Exzenterwelle da mit dieser Aussparung, dass die da schön reingreift. Dann schieben wir das so rein, positionieren die Exzenterwelle, schrauben das handfest. Jetzt testen wir erstmal, wenn wir drehen, ob sich die Düsenstange bewegt. Das scheint in Ordnung zu sein. Somit können wir nun die hintere Mutter hier festziehen. Nun können wir die vordere Mutter ebenfalls festziehen und somit quetschen wir auch die Graphitdichtung zusammen und dann sollte das nachher dicht sein. Keine Angst, das geht etwas strenger, das ist ganz normal. Einfach wirklich gut festziehen, dann kurz testen, Handrad drauf und jetzt merkt man auch, wie das relativ schwergängig geht am Anfang. Das ist auch gut so. Jetzt können wir das Handrad wieder anbringen. Das passt auf beide Seiten. Also man kann es so montieren oder so. Dann funktioniert es halt einfach umgekehrt. Richtig ist halt so, achtet auf die Düsenstange. Wenn die ganz oben ist, muss auch der Pfeil nach oben zeigen. Dann ist es richtig. So, die Beilegscheibe und die Mutter. Den Vergaser legen wir nun zur Seite und kümmern uns um den Rapid-Starter, falls ihr einen habt. Da ist auch noch eine Dichtung verbaut. Die ist ganz einfach zu wechseln, die Schraube lösen und wegnehmen. Da liegt ebenfalls eine neue bei. Schraube rausdrehen, Schraube da rein und dann Dichtungsteil festschrauben. Auch handfest, nicht übertreiben. Da unten ist noch ein Sieb. Das kontrollieren wir kurz, ob es sauber ist. Falls nicht, könnt ihr das mit etwas verdünnen oder irgendwas etwas reinigen.
meinen Sie sehr sauber. Als nächstes machen wir das Pumpenventil. Dann nehmen wir erstmal die Bleidichtung weg. Nun können wir das Teil aufschrauben. Am besten geht es mit zwei Schrauben drehen. Eine von unten, eine oben. Dann aufschrauben. Und hier im unteren Teil, da ist eine Feder verbaut und so ein Stößel mit Dichtung. Der liegt ebenfalls als Neuteil bei. So, nun nehmen wir das Unterteil. Dann kommt die Feder rein. Die neue Dichtung mit der schwarzen Fläche nach oben, also zum Gewinde hin. Dann das Oberteil drauf. Den handfest anziehen. Fertig. Dann kommen wir zur Pumpe selbst. Das Leder, das verschleißt mit der Zeit, das werden wir ersetzen. Ihr könnt die Mutter da unten einfach lösen. Oftmals reicht es schon, wenn man also den Finger reinmacht und eigentlich an der Kolbenstange dreht. Nun nehmen wir das neue Pumpenleder, machen die Spreizkrone rein, die Mutter rein und einfach so von Hand draufschrauben. Ich spreize dann die Krone noch etwas. Dann nehme ich etwas Vaseline. Und mach einfach eine Schicht Vaseline auf das Leder. Das hilft noch etwas abzudichten und es geschmeidig zu halten. Und zum Schluss noch das Manometer. Da entfernen wir die Gummidichtung und nehmen da ebenfalls die neue. Somit haben wir eigentlich alle Teile parat. Das heißt, wir können alles zurückbauen. Also nehmen wir den Tank. Als erstes das Pumpenventil mit neuer Dichtung. Das einfach reinfallen lassen. Mit dem Schraubendreher festziehen. Das kann wirklich gut festgezogen werden. So. Dann die Pumpe selbst. Da muss man jetzt das Leder etwas zusammendrücken. Gerade wenn es neu ist, geht das manchmal etwas satt. Aber man kann das gut so mit dem Finger da reinzwängen. Und jetzt merkt man auch, wie das schön satt geht. Da hinten festmachen. So, jetzt geht es an den Zusammenbau. Jetzt ist halt wichtig, dass ihr als allererstes den Vergaser montiert, bevor ihr den Rapidstarter montiert, weil, erinnert euch, da wird es dann ziemlich eng. Neue Bleidichtung drauf. Erstmal handfest. Da kann man jetzt nachträglich die Position vom Handrad ja nicht mehr verändern. Also da müsst ihr auch abschätzen, wie oft ihr das rumdrehen könnt. Also ich habe jetzt von jetzt an habe ich eigentlich Widerstand. Das heißt, ich mache eine Drehung, zwei Drehungen. Ich denke, eine geht noch. Ja, bei mir wird gehen drei. Jetzt lasst ihr das aber. Ihr zieht es noch nicht komplett fest, weil wir müssen das nachher noch ausrichten. Das heißt, wenn wir dann das Teil drauf machen, richten wir das Handrad mit der Position noch aus. Wenn ihr zu weit dreht und ihr das wieder lösen müsst, braucht ihr eine neue Dichtung. Also wichtig. Beim Rapidstarter lösen wir jetzt diese mittlere Mutter. Nur leicht anlösen, weil so können wir dann den ganzen Rapidstarter drehen. Bleidichtung und festziehen. Den könnt ihr wirklich einfach wirklich gut festziehen. Da müsst ihr nicht auf die Position achten, weil wir können den nachher drehen und dann mit dieser mittleren Schraube wieder feststellen. Wir können auch noch das Oberteil wegnehmen, dann geht das besser. Jetzt nehmen wir die neue Düsennadel, montieren diese. Jetzt stellen wir die Exzenterwelle ganz nach unten, also dass die Düse ganz unten ist. Und dann vorsichtig darüber und auch erstmal handfest. Dann der neue Düsenkopf, den können wir bereits komplett festziehen. So, nun testen wir, wenn wir das Handrad schließen, also nach oben drehen, sieht man oben, das könnt ihr auf dem Video nicht sehen, wie halt die Düsennadel durch den Düsenkopf rausragt und nach unten ist die verschwunden. Das ist perfekt so. Als nächstes Manometer drauf und jetzt bauen wir mal Druck auf. Jetzt schraube ich die Pumpe raus, nehme einen Eimer mit Wasser und tauche die komplette Lampe unter. Und so kann man dann gut sehen, ob da irgendwas undicht ist. Bei mir sieht es gut aus. Ich sehe keine Luftblasen. Von daher sollte das passen. Es empfiehlt sich auch immer, vielleicht noch einige der Bleidichtungen separat dazu zu kaufen. Das kann gut mal sein, dass man etwas nochmal zerlegen muss oder nacharbeiten muss. Und dann hat man die vorrätig. Ich lasse jetzt den Druck raus. Jetzt kommt der Käfig drauf, aber
Wir müssen jetzt noch das Handrad ausrichten, das heißt noch etwas mehr festziehen. Ich setze beim Rapid Starter das Rohr auch wieder auf. Am besten immer Stück für Stück, dass ihr nicht zu weit dreht. Ihr seht es dann, wenn halt der Rapid Starter die Position stimmt und beim Handrad die Position stimmt, dann ist es so gut. Wenn das soweit passt, können wir den unteren Teil wieder zusammenbauen. Das heißt, die Platte rein, die Vorwärmschale rein, dann die Schraube. Jetzt sieht man, ist hier diese Schlaufe noch nicht so zentral positioniert. Das heißt, ich löse da unten ein wenig, richte das mittig aus und ziehe es wieder fest. Schön zentriert. Dann der Oberteil, da ist der Tonbrenner verbaut. Den kann man einfach rausschrauben. Da liegt auch ein neuer Tonbrenner bei. Aber mein alter sieht jetzt eigentlich noch ganz gut aus. Das heißt, ich werde den noch weiter benutzen. Den auch bitte nur handfest. Und auch bei jeder Inbetriebnahme der Lampe kurz prüfen, ob der Sitz noch passt. So, jetzt kann man den Oberteil da wieder montieren. Ich mache jetzt die Düse runter, weil jetzt müssen wir noch den Abstand von der Düse zum Mischrohr einstellen. Da hat man hier die Leere und da ist auch draufgeschrieben, für die 500er oder für die 250er ist derselbe Abstand und für die 350 ist dann etwas mehr. Die Leere kann man jetzt so reinmachen und die muss dann spielfrei reinpassen. Die Schraube hier oben lösen, vielleicht so eine Umdrehung, das reicht. Und dann kann man das Mischrohr hoch und runter machen. Jetzt mache ich die Leere rein, drücke mit einer Hand aufs Mischrohr und mache hinten die Schraube dann wieder fest. Kontrolliere das nochmal nach, dann Oberteil weg, Glas rein, vorsichtig. Jetzt können wir eigentlich den Glühstrumpf montieren, die Lampe befüllen und in Betrieb nehmen. Aber das mache ich nicht jetzt, da komme ich gleich zu, das erkläre ich euch gleich weshalb und warum. Einige von euch werden sich bestimmt fragen, weshalb ich überhaupt so eine Lampe revidiere. Das hat einen einfachen Hintergrund. Ich habe jetzt noch einen Zweitkanal. Ich werde euch den unten in der Videobeschreibung verlinken. Da geht es halt ums Thema Krisenvorsorge, Prepping und so weiter. Da gehört natürlich auch Licht dazu. Und halt so eine Starklichtlampe ist dann halt schon etwas Praktisches. Ich werde jetzt die Lampe dann in Betrieb nehmen, den Glühstrumpf montieren, in Betrieb nehmen. Wenn ihr das sehen wollt, dann verlinke ich euch das Video hier oben in der Ecke. Könnt ihr euch das gerne anschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls euch das Thema Prepping, Krisenvorsorge interessiert. Jo, dann war's das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, würde mich ein Like freuen oder ein Abo. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.